Hallo zusammen, heute schauen wir uns die Rune Hagalas genauer an. Hagalas kommt vom Hagel. Ihr seht hier bei meinen Runen den Skorpion, wieder mit dem Vollmond. Ja, die Runen sind generell Vollmond, Mondzyklus. Wenn ihr sie legt und ihr zieht Hagalas, dann macht euch bereit auf eine Transformation. Das heißt, auf einen Umbruch, auf einen Wandel, ja, der euch nicht passen kann, der aber nötig ist. Das heißt, da wird etwas zusammenbrechen oder aus eurem Leben rausbrechen, was euch kurzzeitig wehtut oder auch so ein bisschen Unbehagen bringt. Hagalas ist aber eine Rune, wo ich sage, wenn ich den Bezug zum Tarot ziehe, ist es der Tod. Was Altes muss gehen, damit etwas Neues kommen kann. Und Hagalas verspricht euch genau das. Mit dem Skorpion, mit seinen Scheren und mit seinem Stachel haut er etwas weg, was nicht zu euch passt, was nicht zu euch gehört. Zieht ihr diese Karte, dann solltet ihr alte Verhaltensmuster mal betrachten, ob die noch passen oder nicht. Solltet ihr Unterstützung dabei brauchen, dann zeichnet euch wirklich dieses Zeichen von Hagalas auf das Handgelenk, auf das linke Handgelenk. Bei den Runen ist es links, beim Tarot ist es rechts. Zeichnet es euch aufs Handgelenk, konzentriert euch drauf, macht eine halbe Stunde Meditation, alte Verhaltensmuster rausschmeißen, damit etwas Neues kommen kann. Und denkt dran, Hagalas ist eine Rune, die nicht unbedingt das, was ihr liebt, behalten möchtet. Denn wenn es euch stört in eurer Transformation, in eurem Weiterkommen, dann macht Hagalas keinen Unterschied, ob ihr es noch behalten wollt oder nicht. Ist es eine Beziehung, ein Verhaltensmuster, was ihr habt, was ihr euch angewöhnt habt, was ihr lieb gewonnen habt, aber es passt nicht wirklich dazu oder bremst euch aus, dann schaut es euch an und schickt es mit Hagalas und mit ganz viel Liebe einfach weg. Ihr braucht es nicht mehr. Es kommt etwas Neues, was Tolles. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bis bald.